Bah! Es gibt den mal, bitte. Mama, ekelhaft. Du bist ein ekelhafter Heuchler, bist du. Du bist ein Heuchler. Du bist nicht besser als Simex. Mann, das sind 27 Millionen oder so. Bruder, der ist 15, Safi. Nein, das gibt's. Ich will doch gerade reden! Das war so das Krasseste, was ich erlebt habe. Die fangen an zu erzählen, ich versuche einfach einzufällen, ich höre gar nicht zu. Hey, Jungs, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute lesen wir eure Beichten. Mit dabei ist heute Gigant. Tschüss! Mucho gracias, amigo! Ich dachte mir, Bruder, wir könnten auch mal eine Beichte-Video machen. Zu zweit, Bruder, wäre auch mal lustig. So ein Dual-Commentary wie damals, vor 10 Jahren. 100%, hoffen wir heute nicht gottlos. Helfen wir heute auf dem geraden Weg. Bisschen family-friendly wenigstens. Sagt er vor 10 Jahren, hä? Wir kannten uns da noch nicht mal, was wir sagen. Das fühlt sich an, als ob wir Podcast machen irgendwie bei Radio, gell? Vor allem, ich sehe auch gerade gar nichts. Was machst du da drunter? Ich gucke OBS-Aufnahmen. Sieht aus, als ob ich gerade Radio mache. Ich stehe auch gerade so. Ich habe meinen Mikrofonarm so, als würde ich gerade stehen, so einfach. Ich bin gerade im Studio. Erste Beichte. Ich M15 beichte, dass ich wegen dem Casino-Streams Bock habe, auch mal zu zocken. Ey, der ist doch schon gottlos, Bruder. Bruder, man muss schon sagen, Grüße gottlos. Gehen raus, auf jeden Fall an die Shababs. Jungs, wir distanzieren uns auch hier komplett von diesem Casino-Thema. Wir distanzieren uns hier auch auf Twitch, so wie da sowieso, hier auf YouTube auch. Ja, lass die Finger davon, was soll man denn, also das ist ja sowieso. Voll, mit 15 ist halt, aber Leute, ihr werdet nur miese machen. Das stimmt. Macht nicht den gleichen Fehler wie andere Leute. Ja, Tamam, hast du alles, Tamam. Nächste Beichte, Amina Ruim. Ich M16 beichte, dass ich durch VR meinen kleinen Bruder in die Fresse geboxt habe. Ey, mir ist auch passiert. Ich hab dreimal schon auf meine scheiß Lampe gehauen, Bruder. Das fällt bald auf meinen Kopf. Du hast in der letzten Folge einfach gegen deine Lampe gehauen und das hat sich so angehört, als wäre die kaputt gegangen. Einfach. Ich schwöre, ich guck, ich nehm VR-Brille ab. Ich guck, wie das da oben schwebt und fasse meine Fresse. Das kommt so wie in so einem Horrorfilm. Ja, ja, ja. Ich M14 beichte, dass ich Nutella mit Käse und Marmelade esse. Bah! Skip den mal, bitte. Mama, ekelhaft. Bruder. Das ist echt ekelhaft. Das aber nein, Leute, nein. Auch guck mal, Nutella und Marmelade kann ich schon irgendwie verstehen. Vielleicht. Ich esse nicht, aber ich kann es verstehen. Weil Erdbeer und Schoko ist ja so eine gute Mischung eigentlich, oder? Ja, Erdbeer und Schoko, Bruder. Was macht diese Käse da drin? Woher kommt dieser Gouda, dieser... Woher kommt der denn jetzt? Ich M20 beichte, dass ich immer noch auf das 1-Million-Abo-Special warte. Amana, Roimia, Tamam. Habt ihr mich... mit dieser Abo-Special. Ja, aber ich sag dir ehrlich, das willst du wahrscheinlich eh nicht reinkatten, du Ekelhafter. Doch. Ich sag dir ehrlich, verdient, Digga, weil alle warten da drauf. Du bist ein ekelhafter Heuchler, bist du. Du bist ein Heuchler. Du bist nicht besser als Simex. Du bist nicht besser. Ey, halt deine Fresse. Bruder, ich sag doch, das ist gerade ein Machaufbau, Bruder. Das wird doch ja, gerade gemacht. Ja, Bruder, seit einem Jahr lang, einem Jahr nicht. Die ganze Zeit bist du im Aufbau. Was baust du? Baust du Dings hier, Set für Avatar 2 auf, oder was machst du da? Ich M27, Ohalan, beichte, dass ich damals 1000 Bitcoin hatte und ich diese verloren habe. Halt deine Fresse. Das tut mir gerade so weh. Warte, wie viel wert ist heute wert? Wie viel sind das dann? Ich will es gar nicht wissen. Mann, das sind 27 Millionen oder so. 27 Millionen, du musst dir geben. Vor ein paar Monaten wären das einfach ca. 50 Millionen gewesen. Bruder, ich hätte schon... Boah, der Arme, wir haben den gekriegt, der hat das hier reingeschrieben, damit er wegkommt. Jetzt kriegt er wieder die Brief zu Hause. Der denkt, wir sagen, Bruder, kein Problem, das Leben geht weiter. Wir sagen, Bruder, du hast alles... Du hast reingeschissen. Ich W17 beichte, dass ich als Kind damals Zigaretten geraucht habe. Oh ja, okay, da uncool, brauchen wir nicht Digga. Viel zu sagen, ja. Aber uncool. Ich muss sagen, ich, als Kind ist mir das auch einmal passiert. Aus Versehen, ne? Da bist du bist gestolpert und dann ist aus Versehen die Zigarette, die noch angegangen ist in der Luft, ist aus Versehen in deinen Mund rein. Nein, nein, ich war 8 oder 9. Mein Opa hat geraucht, der hat vergessen, bei Garten. Ich nehme das so, ich rauche einfach, als ob ich seit Jahren geraucht habe. Der kommt wieder, ich hab was Schläge bekommen. Oh, warte, jetzt kommt ein hartes Thema. Ich M15 beichte, dass ich ein Mädchen liebe und sie mich betrogen hat mit besten Freund. Bruder, der ist 15, Safi. Echt so, Bruder. Das war eh Kindergartenbeziehung. Die hat dich nicht verdient, Bruder. Nein, scheiß drauf. Hör mal auf, das ist gar nicht lustig. Okay, Mann. Nein, okay, du hast recht. Überleg mal, wie du Liebeskummer hattest mit 15, 16, Bruder. Ich M18 beichte, dass ich nur mit Licht einschlafen kann. Ey, Bruder, aber ich fühle das irgendwo. Ich kann zum Beispiel... Nee, Digga, bei mir muss alles dunkel sein. Ich sag dir ehrlich. Bruder, ich kann so zum Beispiel... So kleines Licht ist okay, aber... Tamam, ich will doch reden, aber noch was... Ich... Du guckst nächste Episode, du machst alleine einfach. Jungs, ich mach nie wieder mit dem Lärm, ich ganze Video. Nein, ich zum Beispiel kann nur ein Person... Nein, das ist... Ich will doch gerade reden!
ich, guck mal, ich kann nur einpennen, zum Beispiel, wenn, wenn ich so Stimmen höre, zum Beispiel Fernseher, irgendwie sowas, sonst kann ich nicht einpennen. Ach, wirklich? Ja. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, nachdem du im Discord jeden Tag 10 Stunden mit 10 Mann schläfst du im Channel und wenn du guckst, Mensch, um 3 Uhr, der ist nur noch mit 3 Mann und der ist schon eingeschlafen in dem Channel. Du gehst in diesen Channel rein, du hast... So, original so. Ich sag den Jungs, ey, erzählt mal ein bisschen, was war so das Krasseste, was ihr erlebt habt. Die fangen an zu erzählen, ich versuche einfach einzupennen, ich höre gar nicht zu. Ich komme in diesen Channel rein, ey, so, was geht, Gigant, Bruder? Sag mal, was hast du heute so gemacht? Und dann hörst du schon diese Bettdecke gemacht, so. So macht er schon, du hörst schon, okay, Bettdecke, Tamam, der ist gleich am Schlafen in 2 Minuten. Ich, M15, beichte, dass ich auswandern will aus Deutschland. Der hat jetzt schon Kummer, Bruder, der will jetzt schon auswandern. Was ist das für ein Mensch? Ich wollte gerade sagen, was passiert mit 20 dann mit dir in Deutschland? Schwierig, Bruder, aber ich kenne solche Leute. Ich, M19, beichte, dass ich mein Fleisch nur rare esse. Ah, rare. Rare, Bruder, rare. Ist das dein Ernst? Rare. Warte, die Leute wissen nicht, was rare bedeutet. Rare heißt, dass es komplett blutig innen ist, aber die komplett. Die wissen, du weißt nicht, du bist der Dummkopf hier. Die wissen das. Ja, okay, ich finde auch, also blutig ist geil, aber nicht zu hart blutig, so mittel. Ich, M14, beichte, dass du zu wenig Videos machst und Gigant zu selten live geht. Warum musst du so eine Frage reinpacken, sag mal. Nee, Bruder, sag ich dir ehrlich, war auch erst das letzte Mal, dass ich mitgemacht habe. Ja, nee, ich geh schon extra irgendwo anders hin, Bruder, wo nichts damit zu tun hat, Bruder, und boah, selbst da werde ich gefragt, warum... Jungs, ja, der geht nicht mal live, der ist hier, der ist bei mir einfach... Im 13 beichte, dass ich ein Fahrrad geklaut habe und nach einer Woche es mir geklaut wurde. Das war ein Idiot. Trevor, du klaust ein Fahrrad, du freust dich richtig, du bist gehypt und dann eine Woche später, das wird dir einfach wieder zurückgeklaut vom Besitzer. Also wenn das der Besitzer war, Bruder, dann King, wirklich, aber ich glaube nicht, dass der Besitzer war. Das Ding ist aber auch, Bruder, ich muss sagen, ich habe in meiner Kindheit auch sehr, sehr selten oder fast gar nicht, ich kann mich nicht erinnern, geklaut. Mhm. Wie war es bei dir? Ich habe noch nie geklaut. Ich habe einmal gesehen, wie in der Grundschule, das tut mir noch heute leid, ich habe einmal gesehen, wie in der Grundschule jemand 2 Euro verloren hat und dann habe ich die aufgehoben, hab so getan, als wüsste ich nicht, dass das seine sind, konnte er sich kein Frühstück kaufen, Bruder. Kleiner. Und dann habe ich vor ihm. Dann habe ich vor ihm so eine Brezel gekauft, Bruder. Und hast die geteilt? Aber ich hab dem die Hälfte gegeben, so weißt du. Weil es mir so leid getan hat. Ich beichte, dass ich mein iPhone ins Wasser getan habe. Es ging kaputt, ist nicht wasserfest. iPhone ist doch wasserfest. Ja, seins ist kaputt gegangen. Ich hab's in Tiefsee reingeworfen, wo Titanic liegt. Reingeworfen, Bruder. Aber Bruder, ich krieg auch Hektik. Walla, wenn mein iPhone in Waschbecken fällt, ich krieg Hektik, Bruder. Hä? Weißt du, wie oft ich mit iPhone duschen war? In Wasser drinne, hast du gechattet. Ja? Ah. Also nicht im Wasser halt so, über Dusche halt so, wenn Wasser draufgekommen ist, ganz viel. Hier kommt eine Beichte, die kommt mir sogar selbst richtig bekannt vor. Ich, M17, beichte, dass ich mit Benzin ein Lagerfeuer machen wollte und fast der Wald brannt. Hey, das hab ich auch gehabt. Ich gehe in die Bedeckung, das ist dein Ding. Wichtige Sache, auf gar keinen Fall Benzin benutzen, um Feuer anzumachen. Das wird schief gehen. Walla, egal, ich sag gar nichts, bevor ich die Anzeige kriege. Scheiß drauf, Bruder, mach dir nicht noch mehr Probleme, Bruder. Alles gut, nein. Jungs, das war's mit dem Beichten-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt mache ich diese, weißt du was, diese anderen YouTuber. Ich muss auch jetzt anfangen. Lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Guck mal, du bist das ganze Video lang richtig cool so. Ich juck gar nichts und dann am Ende wie so ein Bettler. Lasst bitte ein Like da, kommentieren bitte auch. Und abonnieren auch bitte. Jungs, kommentiert mal bitte. Lass mal die 1000 Kommentare voll machen. Bitte, bitte. Okay, Jungs, haut rein, ade. Creator Code? Assi.